Man sagt ja irgendwie immer, du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du am meisten rumhängst. Und das Ganze macht ja auch Sinn. Natürlich, du Ja. übernimmst die Angewohnheiten, du redest über die gleichen Themen und all so ein Zeug. Und desto mehr Leute in dieses Thema Self-Improvement, sage ich mal, reinkommen, desto mehr distanzieren sich die Leute von ihrem Freundeskreis, beziehungsweise von ihrem alten Freundeskreis, der halt diese ganzen Bad Habits macht, die man halt versucht zu vermeiden, was ja auch am Anfang Sinn macht. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass man diese Menschen nicht komplett aus seinem Leben auslöschen sollte und nur noch nach irgendwie Top-Hustlern suchen sollte, sondern trotzdem diese Kontakte pflegen sollte. Natürlich wirst du diese Leute weniger sehen und einfach weniger Kontakt mit denen haben, weil ihr halt verschiedene Interessen habt, aber das heißt ja nicht, dass man das Ganze abbrechen muss. Ich meine, klar, man versucht ja immer irgendwie einen bestimmten Wert draus zu ziehen und, sag ich mal, sinnvolle Dinge zu tun, wenn man auf Self-Improvement ist, aber ich finde, wenn man zum Beispiel Freunde hat, die allein schon nur einen zum Lachen bringen oder mit denen man irgendwie mal Spaß haben kann, ist es genug, also es ist genug Value. Natürlich, wie gesagt, du wirst dich nicht so oft mit diesen Leuten treffen, aber es ist einfach extrem wichtig, diese Kontakte zu pflegen und einfach so, sage ich mal, die simpleren Dinge zu genießen. Allgemein würde ich zwar sagen, dass es besser ist, alleine zu sein und sich zu fokussieren oder halt mit Leuten, die das Gleiche oder Ähnliches machen, um sich halt gegenseitig anzuspornen. Aber ich meine, wenn du jetzt irgendwie so Breaks machst von deiner Durchziehphase und irgendwie mal einfach so, keine Ahnung, ein Wochenende chillst, dann spricht da irgendwie nichts dagegen, mit deinem alten Freundeskreis zu hängen, und ich glaube, das ist auch viel, viel gesünder und viel, viel geiler, sage ich mal, so ein diverses Netzwerk zu pflegen von verschiedensten Leuten. Abspielen und dann erst auf die Bühne laufen. Da ist quasi eine Moderation. Könnt ihr schon mal Spotten anmachen? Waffe. 5 Tage draußen in Paris. Mir ist letztens, also was heißt letztens, vor, ich glaube, einem Jahr oder so, als ich in Wien war mit 2 Kollegen, auch aufgefallen, dass es irgendwie voll interessant ist, den Standpunkt anderer Personen zu sehen und einfach, wie die Leute ticken und, sag ich mal, so ein bisschen aus seiner Bubble rauszukommen. Weil das Ding ist, wenn du dich zu sehr fokussierst und auf diese eine Sache festfährst, dann verlierst du irgendwann mal den Überblick. Kampf, den Querdenker! Ich meine, natürlich in diesem ganzen Self-Improvement, Entrepreneur, Space, Bubble-Ding ist es irgendwie immer so ein Ding, sag ich mal, gegen die Leute zu sprechen, die einen normalen 9-to-5 haben und zufrieden mit ihrem scheiß Leben sind, so. Aber ich weiß gar nicht, wieso. Weil, ich meine, wenn diese Leute wirklich zufrieden sind und nichts ändern wollen, dann macht es doch gar keinen Sinn, irgendwie diesen Leuten was aufzuzwingen und denen die ganze Zeit auf die Eier zu gehen. Ich glaube, Robert Kiyosaki hat auch mal gesagt, don't try to teach pigs how to swim, you will only annoy the pigs and waste your time. Also ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber irgendwie sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist wichtig, da zu sein für die Leute und den Ratschlag zu geben, wenn sie danach fragen und wenn sie wirklich was ändern wollen. Aber wenn diese Leute einfach glücklich sind oder, sage ich mal, zufrieden mit ihrem Leben sind und einfach am Machen sind, hört auf, dieser eine nervige Typ zu sein, der in der Ecke sitzt und sagt, du solltest mal mehr meditieren und hör, wie wär's mal mit Gym? Natürlich, wenn dieser eine Homie zu dir kommt und jeden Tag sagt, boah, mein Leben ist scheiße, dann macht es Sinn, vielleicht ihm sowas zu empfehlen und über sowas zu reden. Aber wenn diese Leute komplett fein mit ihrem Leben sind, dann lass sie fein sein, Bro, und mach dein eigenes Ding. An sich steht dir dieses Helfer-Syndrom viel zu sehr im Wege und du wirst dich viel, viel unbeliebter machen. Ich meine, allgemein macht es mehr Sinn, sich erstmal auf sich selber zu konzentrieren, bevor man irgendwie versucht, die Probleme von allen anderen Leuten um dich rum zu fixen. So. Was ich damit sagen will, ist, pflegt eure Kontakte und seid kein komischer Typ. In dem Sinne. Herzkalt, es pocht nicht. Sei doch ehrlich zu dir selbst. Du mit ihm, das bockt nicht. Meine Liebe so. Schau, wait, schau die Treppe ab.